Die Welt ist von einem Virus infiziert, in dem wir in den Medien rein gar nichts hören. Dem E-Virus. Energievampirismus raubt uns allen unsere Energie und jeder von uns hat in allen möglichen Lebensbereichen mit Vampiren, E-Vamps, zu tun. Die wenigsten sind sich dessen bewusst und noch weniger, wie sehr sie selbst unter diesem Virus leiden. Dieser Ratgeber gewährt einen genaueren Einblick in die Thematik und erklärt, wie man sich dagegen immunisieren kann. Ein Muss für jeden, der unter anderen Menschen leidet. Kapitel 1: Der E-Virus. Bevor wir näher ins Detail gehen, sollten wir uns den Energievampirismus selbst einmal genauer ansehen. Der E-Virus diktiert und greift in unser Privatleben, das Geschäftsleben und das politisch-gesellschaftliche Leben. Er ist überall zu finden und an Ungerechtigkeit zu erkennen. Überall da, wo etwas ungerecht ist, ist das Leben vom E-Virus infiziert. Da können wir drüber diskutieren. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr eine andere Perspektive habt. Ich habe auf das Wort Gerechtigkeit und Fairness tatsächlich auch inzwischen einen anderen Blick bekommen. Lasst uns drüber reden. Es spielt keine Rolle, von was für einem System wir sprechen. Ehe, Religion, Politik, Arbeitshierarchien. Es sind vor allem unterm Strich Zweckbeziehungen. Das alles sind von E-Vamps erfundene und eingeführte Spielräume, in denen wir uns bewegen. Alle davon haben nach bestimmten Mustern zu funktionieren und jeder, der darin mitspielt, auch. Glaubst du nicht? Mach mal was anderes, als du sollst, dann siehst du es schnell. Wer sich nicht normal verhält, sprich den Normen und Spielregeln entsprechend, bekommt Stress irgendeiner Art und Weise. Die Spielregeln stehen leider selten in Broschüren oder so. Vielmehr ist es so, dass wir in unserem Leben kaum anderes kennenlernen als die entsprechenden Spielregeln der Spielräume, in denen wir uns bewegen. Und sich anderswo aufzuhalten, ist quasi unerwünscht. Wer sich außerhalb des Rasters bewegt, ist raus aus der Gesellschaft. Ne? Geh mal als Punk einfach mal mit den Nazis chillen, kommt nicht so gut. Von Kindesbeinen an lernen wir, uns so zu bewegen, wie man es tut. Schon im Kindergarten werden wir daran gewöhnt, fremden Autoritäten zu gehorchen. In der Schule geht es dann genauso weiter und so geht es weiter bis zum Rentenalter, sofern man es denn erreicht und nicht in einem Altersheim landet, sonst geht es bis zum Tode. Du gehorchst oder du bekommst Stress. Wahrscheinlich ist es im Altersheim auch nicht anders. In der Schule bekommst du durch schlechte Noten und wer schlechte Noten hat, der wird später kaum einen gut bezahlten Job bekommen. Wer das dann versucht, auf andere Weise zu kompensieren, wird kriminalisiert und wandert in den Knast. All das dient dazu, dich unten zu halten, vor allem energetisch unten zu halten, auf einem niedrigen Schwingungslevel. Alle Energie, die du aufbringst, fließt über die Wege des Gehorsams an die E-Vamps, die Mächtigen. Wenn du viel gehorchst oder du schon von Natur aus auch einfach skrupellos bist, kannst du es nach oben schaffen. Aber eben nicht, ohne dabei einer von ihnen zu werden. Einer von den E-Vamps, die auf Kosten anderer leben. Du kannst nicht nach oben kommen, ohne dabei wieder auf den Gehorsam anderer unter dir angewiesen zu sein. Hierarchien sind nicht von Grund auf etwas Schlechtes. Aber alle Spielräume des E-Virus sind hierarchisch strukturiert. In all diesen Hierarchien werden Menschen in verschiedensten Werten gemessen. Und das ist der Trick an der ganzen Sache. Der Selbstwert geht dabei nämlich so gut wie jedem völlig verloren. Jeder sollte in der Lage sein, sich als genauso wichtig zu empfinden wie jeden anderen. Wer das nicht kann, der ist infiziert. Aber nicht hoffnungslos. Geht weiter. In unserer Welt ist es völlig normal, zu irgendwem auf- oder herabzusehen. Das ist nicht nur völlig unnatürlich, sondern abartig fatal. Dadurch entsteht der Eindruck einer Menschheit, die kontrolliert gehört.
geschickt eingefädelt, oder? Erwähnte ich, dass E-Vamps extrem intelligent sind? Extrem intelligent und dennoch gefangen in den Grenzen ihrer selbst auferlegten Denkmuster. Und das ist unser Glück, denn an die brauchen wir uns keineswegs zu halten. Wir können anders denken, weil wir anders fühlen können. Und wenn wir uns erlauben, das auch zu tun, sodass wir uns wieder wohlfühlen, dann sprengen wir die Rahmen ihrer Strukturen und lassen sie den Bach runtergehen. Entschuldige vielmals. Dadurch entsteht Raum für das, was sie uns auf keinen Fall geben wollen, nämlich Freiheit. Und zwar Freiheit von, vor allem Freiheit von ihnen. Freiheit von ihren vorgegebenen Denkweisen, Freiheit von dummen Erwartungshaltungen, von Gehorsam, Gram, Hass, Gier, Neid, Trägheit im Sinn von Motivationslosigkeit und so weiter. Sie lassen es jederzeit so aussehen, als seien wir abhängig von ihnen, doch das Gegenteil ist der Fall. Wir kommen sehr gut auch ohne sie aus. Nein, genau genommen sogar wesentlich besser. Aber sie eben nicht ohne uns. Energievampirismus bedeutet, anderen ihre Energie zu stehlen. Wir sind für sie wie ein Futter, das sie sich halten, um sich an unserer Energie zu laben und uns nach Belieben auszusaugen. Und das eben in allen nur erdenklichen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens. Privat, geschäftlich, politisch. Überall, wo wir gehorchen, sind wir infiziert. Und ebenso überall da, wo wir selbst genötigt sind, von anderen Gehorsam zu verlangen. Das ist das Problem an der Sache. Wir können Energie zwar unser Selbst heraus generieren, wenn wir aber durch Gehorsam ständig leergesaugt werden und es dann sind, benehmen wir uns, wie wir es vorgelebt bekommen, um anderen ihre Energie zu rauben. Schließlich brauchen wir Energie, um leben zu können. Und wir reden hier von Lebensenergie. Nicht von Elektrizität oder sowas, das in Kalorien messbar wäre. Kurzum, wir sind in einem solange wir in einem System leben, das vom E-Virus infiziert ist, sind wir selbst es auch. Nochmal, diese Systeme bauen auf Gehorsam auf und nur durch ihn werden sie aufrechterhalten. Das ist der Kleber der Pyramide. Und in solchen Systemen sind wir nicht in der Lage, eigenständig zu leben. Wir sind nicht in der Lage, eigenständig zu leben, wenn wir leben, wie wir es sollen und es gesagt bekommen. Funktioniert nicht, das Gegenteil. Was bei der ganzen Sache überhaupt nicht weiterhilft, ist mit den Fingern auf andere zu zeigen und Schuldige zu suchen. Die Schuldfrage bezieht sich hier auf alle, die mitspielen. Lernen wir die Verantwortlichen kennen, die E-Vamps und ihre Opfer. Erstgenannte im nächsten Kapitel, zweitgenannte im übernächsten Kapitel. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr diese Worte hört, wenn ihr mit der Nase quasi gerade auf sowas gestoßen werdet oder schon worden seid, weil es einfach die Diskussion ums Thema anregt. Und je mehr wir das in den Vordergrund rücken können, desto besser können wir uns das alles vom Hals schaffen.